Das ist so wie ein Spezialitätenmarkt der Glaubensenergie. Gerade wenn du nicht genau weißt, was du selber brauchst, hast du die Möglichkeit, auf diesem Markt etwas zu finden, mit dem du vielleicht gerade überhaupt nicht gerechnet hast. Guten Morgen. Ich freue mich, dass du auch heute wieder dabei bist. Vor kurzem habe ich über das Gleichnis mit den 10 Brautjungfern gepredigt, das Jesus erzählt hat. Wenn du es nachlesen möchtest, es steht in Matthäus 25, 1-13. Im Orient war es so, dass bei einer Hochzeit der Bräutigam am Abend die Braut vom Haus ihrer Eltern abgeholt hat und zu sich in sein Haus gebracht hat. Und dort hat dann die Feier stattgefunden. Und die Brautjungfern sind ihm entgegengegangen und haben ihn dann zu dem Haus der Brauteltern geleitet und das Brautpaar dann am großen Festzug in das Haus des Bräutigams gebracht. Und da es abends schnell dunkel wird, haben die Brautjungfern entsprechend auch immer Öllampen dabei. In diesem Gleichnis lässt der Bräutigam sehr lange auf sich warten, sodass die Brautjungfern eingeschlafen sind. Und bei seiner Ankunft merken sie, dass das Öl in den Lampen fast verbraucht ist. 5 der Frauen haben Ersatzöl mitgebracht, das reicht aber nur für ihre eigenen Lampen. Die anderen müssen erst Nachschub kaufen gehen. Und damit verpassen sie den Bräutigam und können dann auch nicht an der Feier teilnehmen. Jesus sagt, dass diese Frauen dem Himmelreich gleichen. Mit anderen Worten, es handelt sich um Christen, die auf die Wiederkunft von Jesus warten. Diese zieht sich jetzt ja auch schon fast 2000 Jahre hin. Mit dem Gleichnis will Jesus uns warnen, dass unser Glaube erlöschen kann, wie die Lampen ohne Öl, wenn wir nicht für Nachschub sorgen. Wir benötigen also etwas, das unseren Glauben am Brennen hält. Fragst du dich jetzt, was das sein kann? Genau diese Frage möchte ich nämlich dir stellen. Was kann deinem Glauben neue Kraft und Energie für den Weg mit Jesus schenken? Denk mal einen Moment darüber nach. Mir helfen da ganz viele und auch unterschiedliche Dinge. Zum Beispiel merke ich, wie gut es mir tut, wenn ich so einen Impuls wie diesen vorbereite oder auch eine Predigt. Mit anderen Worten, ich bekomme neue Energie, wenn ich die Fähigkeiten einsetze, die Gott mir geschenkt hat. Im Fachjargon nennt man sie Gaben. Und dann gibt es noch etwas, bei dem ich viele verschiedene Ölsorten erlebe, von denen mir mal die eine oder die andere gut tut und weiterhilft. Das ist so wie ein Spezialitätenmarkt der Glaubensenergie. Gerade wenn du nicht genau weißt, was du selber brauchst, hast du die Möglichkeit, auf diesem Markt etwas zu finden, mit dem du vielleicht gerade überhaupt nicht gerechnet hast. Vielleicht hast du es schon erraten. Ich meine den Gottesdienst. Ehrlicherweise ist es selten der gesamte Gottesdienst, der mich Energie tanken lässt. Aber fast immer ist es ein Teil davon. Manchmal berühren mich ein oder auch mehrere Lieder, die wir singen. Ein anderes Mal ist es die Predigt oder das Anspiel. Oder vielleicht die Lesung aus der Bibel. Das Gemeinschaftsgefühl, wenn wir alle zusammen das Glaubensbekenntnis sprechen oder das Unser Vater. Und ab und zu ist es auch ein Gespräch, das sich nach dem Gottesdienst ergibt. Hast du schon deine Energiequelle für den Glauben gefunden? Schreib sie doch unten in die Kommentare. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns demnächst mal wieder im Gottesdienst sehen. Ich wünsche dir einen segensreichen Tag.